geht, Infizierten? Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute COD Mobile zu sehen. Ich möchte einfach mal das Update zu Season 11 bzw. zur Anniversary Season einfach mal reviewen, mal ein bisschen sagen, was ist neu, wie gefallen mir die Modi bis jetzt und so weiter und so fort. Ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen, um ein bisschen mehr im Update drinne zu sein, einfach mal reinzusuchten, zu schauen, wie es funktioniert, wie es läuft und so weiter und so fort, um einfach mal ein richtig, richtig stabiles Review zu gönnen. Und wir sehen schon im Hintergrund so ein bisschen den Ladescreen. Sieht auf jeden Fall mega geil aus, auch die ganzen Ziehungen. Also ihr seht schon, ihr wisst, wann ich jetzt aufgenommen habe und so weiter. Denn heute ist die Kürbiskopfziehung rausgekommen, also mit der AK-47 bzw. Halloween Redux-Ziehung. Und ich habe tatsächlich den Hidora Kai gezogen. Alter, geiler Charakter. Ich muss schon mal sagen, ich hatte ein paar CP übrig, deswegen habe ich hier auch ein bisschen was reingefetzt. Ihr seht schon, ich hätte am liebsten die Katana gehabt, dass ich die AK nicht kriegen werde, ist natürlich klar. Aber ja, auf jeden Fall, Season 11 basiert schon mal mega auf Halloween und so weiter. Man merkt es ja, Oktober ist am Start und so weiter. Das Event generell bezieht sich halt darauf und dieser ganze Kram. Aber darum soll es ja nicht gehen, die Ziehungen sind ja nur so ein kleiner Nebenteil von dem Update. Erstmal im Hintergrund, also beziehungsweise im Hintergrund von Ghost, sagen wir es einfach mal so. Wir sehen schon diese Verzerrungen hier. Auch diese sind neu. Einige finden sie mega störend. Ich finde sie mega geil, weil sie einfach zum Update passen. Aber im Hintergrund von Ghost sehen wir hier einen Bunker. Und zwar können wir da auch drauf tippen auf dieses gelbe M, das so ein bisschen grün umleuchtet ist, direkt neben dem Battle Pass-Symbol hier vorne. Und wir kommen da in den Bunker rein. Dazu kommen wir aber nachher. Erstmal gehen wir auf den Battle Pass, denn der ist, denke ich mal, das Allerwichtigste. Ja, ich bin jetzt schon auf Stufe 36, habe mir ein bisschen gegönnt. Was haben wir denn im Battle Pass? Wenn wir uns den Premium Pass kaufen, übrigens gibt es einen gigantischen Unterschied zum normalen Premium Pass, wo ihr nur auf Stufe 1 seid, und zum Pass, wo ihr schon Stufe 10, glaube ich, seid. Denn mit dem Stufe 10 Bundle Pass bekommt ihr noch einen Baseballschläger, einen Anhänger und einen Avatar, wenn ich es richtig verstanden habe. Größte Abzocke des Jahrzehnts, aber so ist es. Gehen wir von aus, ihr kauft euch den normalen Premium Pass für 360 CP oder 520 CP bei einigen. Da bekommt ihr den Spectre Pixel Spion. Und dieser Skin fuckt mich schon reichlich ab, weil ihr kennt es. Ich hasse es, wenn jeder da draußen denselben Skin benutzt. Deswegen bin ich sehr angepisst von dem Ghost Bundle. Auch da kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall fuckt mich dieser Skin ab. Kommen wir zum nächsten Premium Skin. Und zwar ist es hier die Kuku 9 Neon Grunge. Und hier muss ich sagen, Digga, dieser Skin. Stabil, sieht geil aus. Wir kriegen noch ein neues Messer. Erstmal dachte ich, Digga, was ist denn dieser Leuchtstab? Aber das ist einfach nur ein epischer Skin fürs Messer und natürlich das Heavy Metal Profilabzeichen. Unwichtig. Mit Stufe 10 kriegen wir die KM262 zeigen und klicken. Auch hier eine richtig, richtig nice Pumpgun, sieht geil aus, aber fuck mich auch ab, wenn die Gegner das in den Lobbys zocken. Wir kriegen mit Stufe 14 den Advanced UAV, also den Orbitalsatellit. Keine Ahnung, wieso es hier fortschrittliche Drohne heißt. Und ich kann euch schon mal sagen, 1400 Punkte für eine Drohne, die nicht funktioniert, die nur 30 Sekunden geht und wo die Punkte nicht permanent angezeigt werden, sondern wirklich nur in einem Umkreis von 20 Metern bzw. auf eurer Minimap. Schmutz. Diese Streak ist absolute Pisse. Habe ich auch wirklich nur 10 Mal eingesetzt, um die Seasonal Quest zu beenden, und dann war Schluss, meine Freunde. Mit Stufe 15 Partylöwe, unwichtig, weil es hässlich ist. Wir kriegen hier mit Stufe 20 die DLQ 33 in Neonknall, auch eine richtig, richtig nice Sniper vom Design jetzt, aber ich habe sie in-game mal gesehen, ich habe sie nicht benutzt, weil ich die Sniper schon Gold habe, habe sie in-game mal gesehen und die sieht so weird aus, aber trotzdem auch eine Sniper, die richtig nice aussieht. Mit Stufe 21 kriegen wir die Fennec, eine neue MP mit einer 111er Feuerrate, die absolut broken ist, wenn ihr auf Full-Kontrolle geht mit den Aufsätzen. Und macht die mal voll, Digga. Das Ding ist verfickt OP. Was haben wir dann noch so Wichtiges? Mit Stufe 30 gibt es Skylar Zukunftscluster. Auch dieser Skin fuckt mich ab, weil er brutal hässlich ist, meiner Meinung nach. Aber gut, was soll man machen? Immerhin so ein Zukunftsskin, ja, geht eigentlich ganz fit, aber wie gesagt, fuckt mich ab, weil den wieder jeder spielt. Mit Stufe 35 gibt es den Talisman statuenhaft, ist zwar lila und deswegen ein bisschen erwähnen, aber sonst unnötig. Mit Stufe 40 gibt es die AK-117 Neon Lotus, wo ich immer noch sagen muss, dass unser AK-117 Sesak-Skin aus Season
8, ich bin mir echt nicht mehr sicher, weit geiler aussieht als dieser Skin, aber wenn man den Season 8 Skin nicht hat, Digga, Neon Lotus, Mashallah, Bruder. So, was haben wir dann noch? Mit Stufe 45 gibt es den Rucksack Hauptbühne, unwichtiger Scheiß. Mit Stufe 50 gibt es dann einen Reaper Premium, der brutalste hässlich aussieht. Eine Fennec in Sattgrün, die ich sehr wahrscheinlich nicht nutzen werde, weil ich davor schon alle MPs auf Gold habe, beziehungsweise die Fennec gerade am Spielen bin. Den Taktikeinstieg Visitenkarte, vielleicht wird es den Taktikeinstieg geben, mal schauen meine Freunde. Und natürlich nochmal den angewendeten Rahmen, der so lala aussieht. Aber dieses Update, dieses Anniversary Update hat es in sich, meine Freunde. Nicht nur der Battle Pass ist neu, ein bisschen der Hintergrund und der Bunker, wo ich gleich nochmal reingehe und euch ein bisschen was zeige, sondern auch die Events. Wir haben ein Jahrestag-Event und hier kann man ziehen, solche Kugeln ziehen und da kriegt man Punkte und hier könnt ihr schon sehen, zum Beispiel Logos Jahrestag, aus Versehen draufgeklickt. Mit den ganz unterschiedlichen Punkten, die ihr sammelt, kriegt ihr natürlich auch Sachen wie EP-Karten, ein Emblem bzw. Avatar, ihr kriegt hier ein Spray Jahrestag, wieder EP-Karten, hier nochmal eine Visitenkarte, den Anniversary. Und für mich ganz wichtig war dieser Rahmen, da ich den ultra fresh finde, aber eher unwichtig. Was mich jetzt noch interessiert, ist natürlich die G-Com Sternschlag, auch wenn ich diese Waffe schon Gold habe, aber besitzen muss sein. Und ich denke mal, ich habe mit 8 Tagen noch genug Zeit, nochmal 5500 Punkte ranzuschaffen. Ich denke mal, ist eine mögliche Sache, vor allem durch diese ganzen Quests hier. Einige resetten sich jeden Tag, zum Beispiel auf Alcatraz spielen, eine Waffe ein Level hochpushen, was haben wir noch, 5 Spiele gewinnen gibt es noch. Und dann hier noch mit Ranked, 300 Minuten zocken und so ein ganzer Kram. Also auch eine geile Art, um an diese Punkte zu kommen. Und ja, was haben wir im Vorgestellt-Event? Gibt es nochmal das Alcatraz-Event, muss ich auch nochmal ein bisschen spielen. Sowieso wegen den Daily-Quests bzw. den Ziehung-Quests. Auch hier gibt es ganz nice Sachen. Ganz wichtig ist hier der Javier Salazar-Charakter. Einfach nur, weil besitzt. So, kommen wir dann zu den Seasonal Quests. Ihr seht schon, die MSMC Hot Rod. Ich muss hier noch mit der Fennec 50 Feinde mit 5 Aufsätzen töten. Dann ist auch die am Start. Ich finde, die sieht echt fresh aus, Alter. Das Design ist schon wild, meine Freunde. Also kann man sich gönnen. Im Robust, in der Robust Seasonal Quest gibt es eine Kuko 9 elektrostatisch. Ich glaube, ja doch, das Taktiker-Perk war da auch nochmal drin. Also deswegen nochmal voll gespielt. Und hier gab es, glaube ich, nichts Besonderes außer einen Rahmen. Und die Chopper elektrostatisch aber auch fertig gemacht, weil es einfach easy Krempel ist. Und es geht immer noch weiter, meine Freunde. Gehen wir mal rein, straight in den Bunker. Und hier muss ich sagen, ich bete, dass dieser Bunker, beziehungsweise der Club heißt es ja, dass der permanent bleibt und nicht nach, ich glaube, 21 Tagen. Schauen wir mal kurz hoch. Ja, nach 21 Tagen schließt. Wir haben hier einen Countdown und zwar ist dieser Bunker, beziehungsweise der Club, nur zeitexklusiv. Und ich hoffe, dass sie dann doch es einsehen, dass es ein geiles Gimmick ist und man sich gönnen kann. Denn wir haben hier so einen Platz, wo man andere Spieler sieht. Es sind keine Bots, meine Freunde. Nicht wie in Battle Royale, Alter, wo die ganzen Bots blöde rumstehen. Hier haben wir den Charakter Ted, da kann man täglich hingehen. Wir sprechen den jetzt einfach mal an, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich skippe den Scheiß immer, weil wir hier immer eine Daily Mission haben. Wir kriegen einfach mal 5 lilane XP-Karten, nur weil wir Ted jeden Tag einmal ansprechen. Es gibt hier auch noch Missionen, die man machen kann und man wieder diese Punkte kriegt für die Ziehungen. Und ja, am 22. Oktober geht es weiter mit der Mission. Wir haben hier einmal Edler stehen. Übrigens ein kleines Easter Egg, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Nehmt euch hier einen Leuchtstab. Ich habe es schon mal gemacht, deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal. Ihr nehmt euch den wundervollen Leuchtstab, seht hier dieses Poster einmal. Ihr knifet dieses Poster. Komm. Und es zündet sich an. So, dann haben wir hier natürlich nochmal ein Poster. Auch wenn ihr dieses knifet, zündet es sich an. Und ihr seht schon, sie haben die maximale Anzahl an Easter Egg Codes gesammelt. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten, wo man diese einlösen kann. Ich weiß es selber noch nicht. Es gibt 3 Codes, die man sammeln kann. Ich habe alle 3 schon gegönnt. Und jetzt taucht einfach nur einer dieser 3 Codes wieder in meinem Posteingang auf. Also gönnt euch die Codes, meine Freunde. Hier haben wir übrigens Gas stehen. Und keine Ahnung, da hinten sollte eigentlich der Reaper stehen als DJ. Auch ein geiles Gimmick. Man kann hier Musik abspielen lassen. Feier ich übel. Kann man sich gönnen. Ansonsten hat man hier noch die ganze Reihe an Minigames. Einmal hier das Messergame. Zeige ich euch einfach mal eine kurze Runde, wie das funktioniert. Ich mache es immer gerne so. Ich habe ein paar Rekorde aufgestellt. Man kann es mal gerne spielen, aber ich messe mir immer gerne selber in die Finger. Einfach reinspammen.
und ihr kriegt schon wieder 5 Münzen für diesen Automaten, wo ihr Sachen ziehen könnt. Das könnt ihr 3-mal täglich machen. Nicht nur das Messerspiel ist vorhanden, sondern auch einmal Kabum. Zeige ich euch jetzt nicht, weil das etwas länger dauert, das Spiel. Darts kann ich euch aber nochmal zeigen, wie das funktioniert. Auch hier ganz easy. Ihr nehmt euch den 5-Schuss, weil das andere 120 Sekunden dauert. Ihr zieht einfach mal ein bisschen hoch, spielt ein bisschen Dart, Alter. 25er, let's go, Digga, hau mal rein da jetzt. Und ein Fufi, Alter. So macht man das, 140 Punkte und so schnell geht es. Und ihr kommt an diese Münzen ran. Diese könnt ihr natürlich einlösen. Ich gehe mal hier aus dem Club raus, genug gezeigt. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Gimmick. Also wie gesagt, ich bete, dass es länger bleibt, weil gerade das mit dem Club 1A mit Sternchen. Bockt einfach miese. Gehen wir mal hier aufs Event und ziehen einfach 2-mal. Vielleicht ziehe ich eine goldene, Alter. Das wäre natürlich Jackpot des Grauens. Leider natürlich nicht. 10 und 20 Punkte. Übrigens kommt es mir so vor, als ob man viel, viel weniger Punkte kriegt, nachdem man, ich glaube, 2000 gesammelt hat von den Ziehungen. Aber gut, so ist das Leben. COD will natürlich, dass wir uns ransetzen und reingrinden und dafür uns die Punkte getten. Hier, da seht ihr schon diese Pawn-Takes-Belohnungen. Da wäre jetzt nur ein Code, den ich schon besitze. Ist einer von diesen dreien hier. Und deswegen mache ich den nicht auf, weil ich weiß nicht, was man mit den Codes machen kann. Behaltet euch die, gebt die nicht weiter. Vielleicht kann man sich dann eine richtig, richtig frische Belohnung holen. Was es übrigens noch gibt, Alcatraz, habe ich ja auch schon angesprochen, ist eine neue Battle Royale Map. Und zwar spielen dort nur 40 Leute. Sie ist leider begrenzt. Man kann sie auch nur in einem 4-Mann-Squad spielen, aber 1A mit Sternchen, diese Map, Alter. Kleine Map, es geht schnell zur Sache. Ihr habt Respawn sogar. Ich glaube, in den ersten 3 Kreisen und danach, wenn der letzte Kreis kommt, ist natürlich Sudden Death, also alles fetzen, was geht und ohne Respawn. Richtig, richtig geil gemacht. Hoffentlich bleibt es länger als nur diese 21 Tage, die jetzt noch übrig sind. Und ja, ansonsten haben wir noch Ranked, das habe ich ja noch nicht gezeigt. Ihr seht schon Ted im Hintergrund. Ich zeige es jetzt einfach mal hier oben links. Auf Profi 2 gibt es eine Corded in Royal Flush. Wir haben hier auf Profi 5 einen Talisman, Series 5. Unnötig. Huch, er ist gerade auf Legendär geswitcht. Auf Meister 3 gibt es die Kilo Geradezugwaffe, aka K98 in Dila. Ey, Digga, dieses Design, Junge. Geil. Und ansonsten natürlich den, huch, das wollte ich jetzt nicht, den, Junge, Fettfinger Leben, Alter. Komm, auf den Rahmen, den Legendary Rahmen, der natürlich wieder richtig geil aussieht, aber was mich immer abfuckt, ist dieses blöde Season 7, das da unten wieder glänzt. Genauso wie in den anderen Seasons mit Season 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das wäre viel geiler, wenn das dann nicht dran stehen würde. Battle Royale Belohnungen gibt es natürlich auch. Auf Profi 2 gibt es einen Baseballschläger, also gönnt euch richtig, meine Freunde. Dann haben wir auf Profi 5 die Visiten, nicht Visitenkarte, den Avatar Wohin Sir mit Ted, Alter, richtig geil. Und das, was ich auf jeden Fall machen will, mich auf Meister 3 schwitzen, einfach nur, weil es den Ted-Skin gibt. Der wundervolle Busfahrer, Alter, muss einfach sein, weil wenn der Zombie-Modus zurückkommt, Digga, dieser Skin gönnen, meine Freunde. Ansonsten haben wir noch ganz zum Schluss, zeig mal her, die legendäre Visitenkarte Season 7. Wobei ich hier sagen muss, dass zwar das S7 drauf ist, aber sie eigentlich ganz gut aussieht. Trotzdem benutze ich lieber meine anderen Visitenkarten, die ich aus der Ziehung hier gegettet habe. Zeige ich euch mal, ihr seht schon, bam, Visitenkarte in den Sternen, Alter. Sieht einfach viel geiler aus. Ich wollte das Karambit Knife haben, weil ja die Chance irgendwie 20% war in der ersten Ziehung, aber hier, Junge, hier, das habe ich gekriegt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich hoffe mal nicht. Ich meine, ich habe alles angesprochen, was in diesem Update verfügbar ist. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht von diesem Update. Und man muss sich einfach mal richtig vergönnen, Alter. Reinsuchten, das Spiel bockt so lange wie noch nie, Alter. Und einfach mal gönnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Update findet. Und dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch das Video gefallen hat, einen dicken Daumen nach oben lassen, diesen Dreckskanal abonnieren, falls es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.